Blutiges Ende einer Straßenparty am Sonntag in Washington, D.C. Nach Angaben der Polizei kam ein Teenager ums Leben, als es auf der Party zu einem Schusswechsel kam. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein, einige von ihnen schwer. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Wer aus welchem Grund geschossen hatte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei hatten sich hunderte Menschen zu der Party versammelt. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen sind in Washington eigentlich öffentliche Versammlungen mit mehr als 50 Personen verboten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sicherte Spuren. Unter den Verletzten ist auch eine Polizeibeamtin. Sie soll in Lebensgefahr schweben.